5 kommt. Hallo. Wie schaut's aus? Ja, dann verklage ich Sie. Ich sag's mal so, Sie haben's verkackt. Die Online-Marketing-Rockstars stehen vor der Tür. Ein Riesenfestival mittlerweile mit über 25.000 erwarteten Besuchern. Und natürlich wollen die alle ins Internet. Blöd nur, wenn das Wi-Fi auf so einem Messegelände dann mal wieder nur schlecht funktioniert. Aber keine Sorge, da haben wir uns dieses Jahr was Tolles einfallen lassen. Ja, wer spricht da? Wunderschönen guten Tag, Messe- und Kongresszentrum Hamburg. Mein Name ist Kempf. Hallo. Hallo. Es geht um die Messevorbereitungen für das Online-Marketing Rockstars Festival. Ja. Wir wollten noch mal ganz kurz bei Ihnen nachfragen, ob für den WLAN-3-Punkte-Plan alles soweit klar ist. Das habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht auf dem Zettel. Sie wohnen ja relativ nah am Messegelände. Ja. Und insofern wurden Sie ja stadtplanerisch ausgewählt als Wohnungspartei, die wir da für die Wi-Fi-Hotspots einbinden. Ne? Also Ihr WLAN fungiert während des Online-Marketing-Rockstars-Festivals gleichzeitig als Wi-Fi-Hotspot für die Festivalbesucher. Unser persönliches WLAN. Genau, das ist am 2. und 3.3. Also 2. bis 3. März. Genau. Und brauchen Sie nicht unsere schriftliche Erlaubnis, dass unser WLAN benutzt wird? Nö, also das hat die Stadt zentral beschlossen, denn wenn wir da jeden Einzelnen fragen würden, da würde ja keiner freiwillig Ja sagen, oder? Nee, klar. Mir ist es jetzt nur wichtig, dass Sie keine Fragen mehr haben zu diesem 3-Punkte-Plan. Sollen wir den nochmal durchgehen? Ja, gerne. Erstens, während der OMR-Tage wäre es natürlich wichtig, dass Sie möglichst nicht privat surfen. Also warum sollen wir nicht damit, also nicht privat surfen? Naja, um ausreichende Bandbreite für die Nutzer zu gewährleisten. Okay, sollen wir einfach nicht über unser WLAN sozusagen surfen. Mhm. Genau. Zweitens wäre, dass Sie bitte für diese Tage kein Passwort vergeben, damit wir eine schnellere Einwahl ermöglichen können. Ihr bisheriges haben wir zusammen mit dem Provider ja entsprechend aufgelöst. Ja. Danach können Sie natürlich wieder ein Passwort vergeben, das ist klar. Okay. Drittens und letztens dann noch die Kostenumlage. Ja. Da die OMR-Besucher natürlich bei so vielen Menschen ihr Surfvolumen, was da im Provider-Vertrag vereinbart ist, überschreiten werden, schicken wir Ihnen dann nochmal eine detaillierte Kostenaufstellung im Anschluss zu. Also wir kriegen noch eine detaillierte Kostenabrechnung? Genau, die Sie dann bitte zeitnah überweisen. Aber also wieso müssen wir das bezahlen, wenn das jetzt für ein Festival genutzt wird? Ne, es ist ja Ihr Wi-Fi. Also Sie werden natürlich nur mit dem belastet, was auch wirklich bei Ihrem Wi-Fi angefallen ist. Wie viel zahlen Sie sonst so monatlich? Wahrscheinlich so 30 Euro oder sowas, ne? Ja, ungefähr. Ja, also ich denke nicht, dass das mehr als verdreißigfacht wird. Kommt. Okay. Sie dürfen also wieder aufatmen und Ihr Wi-Fi ganz normal nutzen. Netflix wieder anmachen. Alles klar, gut.